Ja, es ist einfach der Klettersteig einfach im Salzburger Land, wie ich schon gesagt habe. Und das ist halt einfach das Highlight im Prinzip. Und gleichzeitig bedeutet der Königsjodler Klettersteig aber für mich auch Demut vor dem Berg zu haben, weil wir sitzen jetzt und heute da bei der Erichhütte herunten. Im Endeffekt habe ich den Königsjodler Klettersteig einmal gemacht. 2017 war das. Ich wollte eine Winterbegehung machen, das war 2018. Da haben wir beim Einstieg, weil die Wächten so hoch waren, umdraht. Und Anfang Mai diesen Jahres wollte man es auch wieder angehen mit dem Lindy, mit dir. Und auch da haben wir umdrehen müssen. Und dementsprechend einfach diese Demut vor dem Berg, das ist ganz tief bei mir drinnen mit dem Königsjodler Klettersteig verankert. Da kriselt es daher, es ist lawinentechnisch gar nicht so ohne und darum heißt es für uns jetzt da Rückzug, wo wir gerade sind. Und wir lassen uns da auf kein gefährliches Spiel ein. Ich habe vom Bert Brecht eben den Bericht gelesen über den Winterjodler einfach. Den haben wir alle gelesen. Ja, genau, den haben wir alle gelesen und das war halt natürlich eine Inspiration und da habe ich mir gedacht, das will ich auch machen. Da reißt dir das Arschloch auseinander in der Mitte. Und da hast du jetzt die Haxen auseinander. Wuhu! Oh. Kann sein, dass mein Winter davon gegangen ist. Ich hab mir auch in die Hosen geschissen, glaube ich. Ich will auch, dass die Zuschauer Sängern, das sind keine zwei Deppen, die einfach irgendwo aufrennen, sondern wie umfangreich wir zwei uns eigentlich mit der Tour und mit der Begehung da morgen auseinandergesetzt haben. Also wir wissen ganz genau, auf was wir uns einlassen und wenn es sein muss, dann drehen wir halt wieder um. Für mich ist es auch einfach nur wichtig, dass am Schluss von dem Video, dass jeder Einzelne, der das angeschaut hat, dass der sagt, hey cool, das war eine Zeit, die ich sinnvoll investiert habe und jetzt weiß ich ganz genau, auf was es bei der Tour ankommt und das Video hat dazu beigetragen, dass ich da mich sicher und gut einschätzen kann und wenn ich raufkomme, dass ich sicher raufkomme oder auch, dass ich sage, nein, das ist noch nichts für mich und da muss ich echt noch viel trainieren. Das ist ja eigentlich kein Klettersteig, nein, das ist einfach nur eine Seilversicherung. Im Sommer gehst du, wenn es druck ist, gehst du sicher normal, aber ja. Gescheiter, bevor zu so rutschig ist. Ja. So lieber hängen gut trennen, als wie ich hänge vor der Erich hinten unten und ich krieg nichts mehr wärm. Genau. Weil das Bier ist selber noch wichtiger gewesen. Ja, sie ist nämlich drauf gesagt, dass vom Lindy kommt, kriege ich vielleicht einmal einen Kaffee. Genau. Jawohl. Jawohl. Ist eigentlich jawohl. Nicht. Ist nicht schwer. Nein, aber es ist nicht blöd, wenn man vielleicht im Sommer vorhand her, da die Bedienungen vielleicht sich doch einhängt. Genau. Danke fürs Überreden, Lindy. Gerne. Okay. Dein Helm könntest du auch noch zu machen unten. Achso, das läuft nicht zu. Nein. Aber er hält eigentlich ganz gut. Es ist der Abschnitt sicherer Helm, wenn es da fliegt, bleibt der Helm herum. Also es braucht keinen Kommentar schreiben, dass in Lindy sein Helm nicht zu war. Ich hab's ihm gerade selber gesagt. Aber er halt. Scheiße. Ich habe jetzt noch gar nicht mehr gefilmt, weil das war ein einziger Schacht da. Aber jetzt haben wir es eh, finde ich.